die Kunstwerke von Eugen Batz zu beschreiben, ohne dass man sie jetzt schon vorher kannte, ist relativ schwierig, weil das Werk so vielseitig ist und weil es halt in 50 Jahren Schaffenszeit einfach auch ein unheimlich großes Oeuvre war und speziell also für Batz typisch ist dieses Nebeneinander von Stilen. Und deshalb ist eine eindeutige Beschreibung jetzt sehr schwierig. Was Batz Kunst besonders auszeichnet, ist diese Leichtigkeit, mit der er seine Werke anfertigt. Also einmal dieses leichte Fliegen des Pinsels übers Blatt, diese Formkonstruktionen, die wie gehaucht sind und deshalb ganz natürlich im Bild erscheinen. Wir haben die Ausstellung vom Bauhaus zum Informell genannt, weil die Ausstellung eine Entwicklung zum einen zeigen soll, also eine zeitliche, und zum zweiten natürlich auch, dass die Stile, also Bauhaus und Informell, dargestellt werden, allerdings nur als Eckpunkte. Und dazwischen findet noch ganz viel statt, danach findet noch viel statt. Und es ist auch schon in den frühen Werken vom Informell zu sehen und in den späten Werken sieht man viel vom Bauhaus, weil es immer einen Rückgriff gab auf das Formrepertoire des Bauhauses. Den Einfluss, den man in Batz Werk als Basiseinfluss bezeichnen kann, ist ganz sicher der von Paul Klee, denn Batz studierte ja schon am Bauhaus in Dessau bei Paul Klee und ging mit Paul Klee zusammen an die Düsseldorfer Akademie und war dort sein Meisterschüler, und ja, das war einfach das Prägende.